Guten Morgen! Jeder zehnte Mensch auf der Erde stirbt an verstopften oder geplatzten Hirngefäßen und die Zahl steigt rasant. Die Zahl der Schlaganfälle hat sich in den letzten 20 Jahren fast verdoppelt. Grund genug für mich, die Gründe eines Schlaganfalls zu recherchieren. Ich wusste zwar bisher, dass eine vegane Ernährung das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen massiv senkt, aber ich wollte erfahren, ob es noch mehr Risikofaktoren gibt. Im Lancet Neurology erschien vor kurzem zum Thema auch eine neue Analyse der großen Global Burden of Disease Study, die seit 1990 bis 2013 Schlaganfälle aufgenommen und analysiert hat. Den Link zur Analyse findet ihr unten wie immer in den Infokarten. Wie immer alles Wissenswerte unten in der Infobox. Infokarten ist falsch. Infobox, Infokarten. So, also findet ihr unten in der Infobox. In der Analyse der Schlaganfälle kam es erwartungsgemäß zu einer sehr sehr hohen Zahl an Selbstverschuldung. Wie ihr ja wisst, geht das beim Krebs ja genauso. Also da geht man von einer Selbstverschuldung von 90 bis 95% aus. Siehe auch dazu mein Video oben in den Infokarten. Bei den Schlaganfällen ist die Zahl ähnlich hoch. Es sind 90,5%. Das bedeutet, so 9 von 10 Schlaganfällen sind vermeidbar. Und es ist ja auch nicht so, dass man mit jedem Schlaganfall stirbt. Nein, Schlaganfälle führen auch dramatischerweise nicht selten zur halbseitigen Lähmung, zum Verlust von Sehvermögen und bis hin zur Erblindung oder einer Demenz, was vielleicht sogar schlimmer als der Tod ist. Alles Dinge, die nicht nur auch für den Betroffenen wirklich nervig sind und schlimm, sondern auch für denjenigen, der mit diesen Menschen gleich zusammen ist. Also von daher informiert eure Partner zum Beispiel. Aber es ist vermeidbar. Und in der Studie hat man dann auch die 6 größten Risikofaktoren für die Schlaganfälle ausgemacht. Und diese sind: geringer Verzehr von Obst, geringer Verzehr von Gemüse, hoher Salzkonsum, das Rauchen und hoher Blutdruck und ein hoher Body Mass Index. Da die letzten beiden auch direkt bzw. indirekt mit den ersten 2 Gründen zusammenhängen, kann man den Schlaganfall zumindest über 2/3 auf eine falsche Ernährung zurückführen. Das verwundert natürlich nicht, denn was wir aufnehmen, bestimmt zumindest zu einem hohen Grad auch unsere organische Struktur. Und umso natürlicher wir essen, also so essen, wie es für uns von der Natur vorgesehen ist, umso weniger Entartungen in Form einer Krankheit haben wir zu ertragen und umso gesünder leben wir. Und was bedeutet es denn faktisch, wenn die Gründe für die Schlaganfälle in zu wenig Obst und zu wenig Gemüse liegen? Dass wir zu viel von den anderen Dingen essen. Eventuell von Getreide, also Weizen, Mais und Reis? Nein, sicher nicht, denn auch der zu geringe Verzehr von Vollkornprodukten ist zwar relativ, also zu den anderen 6 Gründen gering, aber ist trotzdem aufgeführt. Das heißt, auch man isst zu wenig Vollkornprodukte. Das bedeutet, wir essen zu wenig Obst, wir essen zu wenig Gemüse, wir essen zu wenig Getreideprodukte. Tja, da bleibt nicht mehr so viel übrig. Diese Studie zeigt ganz klar, dass der Konsum tierischer Produkte zum großen Teil dafür verantwortlich ist, dass eben die Menschen Schlaganfälle bekommen. Ich wiederhole mich da gerne. Es ist vollkommen normal, wenn sich eine Spezies nicht artgerecht ernährt, dass es dann in irgendeiner Weise zu Krankheiten kommt. Und dass man aber dieses sich immer wieder bewusst macht, das ist wirklich wichtig. Es ist extrem wichtig. Wir hören Informationen und nehmen die überhaupt gar nicht wirklich auf. Wir sagen, aha, okay, bum, wup, wup. Aber nehmt das auf. Ernährt euch artgerecht, natürlich. Der Konsum von tierischen Produkten ist natürlich auch nicht der Alleinschuldige, das sage ich auch ganz deutlich, sondern auch ähnlich artfremde Einflussfaktoren auf den menschlichen Organismus. Zum Beispiel wäre da die Luftverschmutzung, gerade in den Städten und in den Industriezonen, das spielt eine große Rolle, ist auch aufgeführt. Es gehört zwar nicht zu den 6 größten Einflussfaktoren, da kann aber regional durchaus eine massive Bedeutung haben, dieser Faktor, also die Luftverschmutzung. Denn in Südostasien zum Beispiel ist die Luftverschmutzung einer der großen Gründe für Schlaganfälle. Nur im Gesamtkontext der Welt spielt das halt nicht ganz so eine große Rolle. Aber regional durchaus unterschiedlich. In Mitteleuropa ist die Luftverschmutzung überhaupt kein großer Faktor. Was mich persönlich überrascht hat, weil ich habe schon gedacht, dass wir in unseren Städten hier ganz schön schlechte Luft haben. Aber Südostasien ist da wirklich eine ganz andere Hausnummer. Aber in Osteuropa zum Beispiel kommt auch ein ganz anderer Einflussfaktor dazu, der sich dann in die Top 5 hochspielt. Das zählt aber auch wieder zur Ernährung. Und zwar ist dort
der Alkoholkonsum für 15% der Schlaganfälle verantwortlich. Generell kommt man in der Analyse zu dem Ergebnis, dass in den letzten Jahren zwar der Einfluss des Rauchens und des Passivrauchens durch die großen Aufklärungskampagnen und auch die Änderung des Bewusstseins der Menschen etwas zurückgegangen ist, aber der Anteil an ernährungsspezifischen Gründen insgesamt, der ist gestiegen. Was eben vor allem auf den steigenden Fleischkonsum weltweit zurückzuführen ist. Oder wie in der Studie formuliert, den zu geringen Obstkonsum, den zu geringen Gemüsekonsum und den zu geringen Getreidekonsum. Der erhöhte Salzkonsum ist aber ein Problem, was auch die pflanzliche Ernährung betrifft. Hier heißt es unbedingt auf Fertigprodukte und dann in dem Sinne auf vegane Fertigprodukte verzichten, wenn man zumindest das Risiko auf einen Schlaganfall minimieren möchte. Hört euch das nochmal an. Ihr wollt das Risiko auf einen Schlaganfall minimieren, auf Demenz? Dann esst keine Fertigprodukte. Ich wollte es nur nochmal bewusst machen. Es ist wichtig, diese Information. Das Rauchen und der Alkoholkonsum sind ja beides in der öffentlichen Wahrnehmung auch bekannte Problematiken. Und natürlich noch vor allem in bildungsnahen Schichten, sage ich mal, schon präsent. Also Alkohol und Rauchen, das ist schon für viele eine Gefahr. In bildungsfernen Schichten, da ist Alkohol und Rauchen auch noch weiter verbreitet. Aber wenn du dir meine Videos anschaust, dann denke ich, da muss ich nicht dann nochmal explizit auf die Schädlichkeit von Rauchen und Alkohol hinweisen, weil wie gesagt, ich vermute, dass der Anteil derer, also dass du wahrscheinlich sehr bildungsnah bist, sonst würdest du wahrscheinlich meinen Kanal nicht gucken. Also Rauchen, Alkohol, klar, aber muss ich nicht explizit hinweisen. Vor allem auch kleinste Mengen an Alkohol sind ganzheitlich betrachtet nicht gesund. Auch wenn man immer einzelne Aspekte herausziehen kann in den Studien, das tut man einzelne Aspekte vom Alkohol herausziehen, um quasi den Alkoholkonsum in unserem Bewusstsein noch so lange wie möglich als irgendwie akzeptabel oder sogar gesund darzustellen. Ein Glas Rotwein am Tag ist gesund, ne? Aber das Thema sollte man vielleicht dann in einem anderen Video besprechen. Heute ging und geht es darum zu zeigen, was die Hauptfaktoren für einen Schlaganfall sind. Und diese sind vor allem eine ungesunde Ernährung und in der Analyse auch explizit konkretisiert und damit ja, wahrscheinlich für den einen oder anderen durchaus schmerzhaft und der das schwer zu akzeptieren hat, es ist auch eben so, dass Fleisch ein Grund dafür ist. Also mehr Gemüse und mehr Obst, nicht rauchen, nicht trinken, Salzkonsum und Fertigprodukte, das ist ja fast eins, einschränken, meiden und man ist auf der sicheren Seite, da man sowohl seinen Body Mass Index als auch seinen Blutdruck mit dieser Ernährung senkt. Und wer es noch kürzer haben will, die natürlichste und damit gesündeste Ernährung ist die vegane Rohkost. Und bitte, wenn ich das sage, dann denkt nicht immer gleich an eine 100% Ernährung und habt dann Angst davor. Nein, haltet einfach den Anteil der veganen Rohkost so hoch wie möglich und unterwerft euch keinem Dogma. Gerade am Anfang würdet ihr mit der Rohkost auf so viel verzichten wahrscheinlich, was euch wichtig ist, dass die Lebensqualität darunter zu sehr leiden würde und Stress und Unwohlsein ist, was dann ausgelöst werden könnte, auch im Übermaß keine gute Basis. Ja? Weiterhin ist die Mission Vegan 5 wieder ein Level höher gekraxelt. Das größte kanalübergreifende vegane Kochbuch der Welt ist mittlerweile auf Level 30 und die Patricia und der Matthias vom Kanal Cozy House haben Gemüse-Linsen-Wraps gemacht und uns wieder mal gezeigt, wie kreativ und einfach die vegane Küche sein kann. Ihr Rezept und ihren Kanal findet ihr entweder hier oder auch unten in der Infobox. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und freue mich wie immer über einen Daumen, wenn euch das Video gefallen hat. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.